Tritons Entführung war Teil von Amelies Plan. Amelie schätzt Tristan sehr, doch als er mit ihr flirtet, macht sie ihm klar, dass es zwischen ihnen nur Freundschaft geben kann. Britta sieht, wie gut Tristan ihre Schwester tut und versucht Amelie dazu zu bringen, sich auf ihn einzulassen. Aber Amelie bleibt hart, doch plötzlich sieht sie ihn mit anderen Augen. Amelies Trauer über Dorbens Tod flammt wieder auf, sie entsorgt alle Mahlutensilien und macht Tristan eine schroffe Ansage. Als sie ihn dennoch verführen will, durchschaut Tristan, dass Amelie damit nur ihre tiefsitzende Trauer narkotisieren will. Seit Tristan Amelie gestanden hat, dass er sich zu ihr hingezogen fühlt, wühlt sie seine Gegenwart zunehmend auf. Ihr gemeinsames Graffiti an der Hotelwand sorgt für Gesprächsstoff in der Stadt. Amelie weiß nicht recht, soll sie es entfernen oder stolz darauf sein? Amelie nutzt Davids unkontrollierten Angriff schamlos aus und stellt ihn vor Gunther als potenziellen Gewalttäter dar. Amelie will die Hotelanteile um jeden Preis und droht Gregor damit, Carla das Video zuzuspielen. Carla hingegen erwartet, dass Gregor an Gunther verkauft. Gregor lässt Amelies Cloud hacken und alle Kopien löschen. Doch die hat noch eine Kopie versteckt, direkt in Carlas und Brittas Wohnung.